Hallo Freunde der Sonne. Nee, ich wollte jetzt nicht beten, sondern wir haben hier unseren Freund Harrison Jones stehen und da dachte ich mir gerade, dieses Glück kann ich mir wirklich nicht entgehen lassen und darum werde ich erstmal diese Quest hier machen. Man sieht sich. Und dann wollen wir doch mal gucken. Sinnig ist es bei den Quests immer. Ich habe bisher nur eine einzige gemacht und das ist noch nicht mal mit dem Charakter hier. Mit irgendeinem anderen ist es auf jeden Fall. Sekunde. Jo, also. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Dass ihr euch immer schön durchlest, welche oder was ihr da machen müsst. Jetzt müssen wir erstmal zu den Säulen des Schicksals. Gut ist, dass ich gar nicht weiß, wo die sind. Und noch besser ist, dass... Achso, eine Garnison-Kampagne habe ich gestern auch noch angenommen. Säulen des Schicksals. Ausgehen, dass es ein Schattrad ist, ne? Jo, tatsächlich. Quatsch. Schattrad. Was ist denn der Dünnschiss hier? Schattenmontal. Oh, das wird hart. Wobei ich glaube... Ah, da muss ich mal was gucken. Das müsste klappen. Grüße. Also die Quest ist auf jeden Fall nett ohne. So, ich habe hier einen Flugpunkt. Den versuche ich mal zu nehmen, weil der nämlich über eine Brücke geht. Oh, dann schauen wir mal gerade. Ich habe das schon mal euch irgendwann mal empfohlen in irgendeinem früheren Video. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, wenn man die Quests damals Cataclysm Ramkal gemacht hat, weil da kann man mit Harrison Jones, da kriegt man so ein bisschen Vorgeschichte, auch wie er zu wie heißt er auch noch, Hammett Nethingberry oder sowas steht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Sehr interesting. Gucken wir jetzt mal, wie die Quest so funktioniert. Jawohl. Ich werde mir freuen. So, dann gucken wir doch mal. Wenn ihr auf jeden Fall alle Dailies von dem gemacht habt, bekommt ihr schöne, tolle Sachen von dem. Und zwar... bekommt ihr ihn als Gefährten, als Garnison-Gefährten. Geil, oder? Das freut mir. Aber dann müssen wir erstmal die Quest starten und ich hoffe, dass sie nicht so nervig ist wie die, die ich als erstes gemacht habe im DK. Die war so scheiße. Ich glaube, da habe ich 2 Stunden für gebraucht und eigentlich ist sie ganz simpel. Das Problem ist einfach, dass der Quest-Helper vom Blizzard nicht immer anzeigt, wo die Quest erledigt werden muss oder gemacht werden muss. Bisschen blöd, aber es läuft. Oh, ist das schön. Ist das schön. Könnte ich hier Fotos von machen, ja? Dass ich natürlich keinen Platz im Inventar habe. Ach, das passt ja perfekt. So. So Constriction. Müssen wir hier erstmal hochdschungeln. Juhu, so eine Bocke. Findet ihr Verschollenen Konstrukteur? Ah.
Boah, Blut! In WoW? Das ist zwar schon lange nicht mehr gegeben. Ja, und jetzt? Wo ist denn das Tag? Alpha. So, im Tagebuch wird beschrieben, wie Matun versucht hat, den Traum von Argus wieder zusammenzusetzen. So. Traum von Argo, das erste Fragment. Oh, die wird sich aber bestimmt hinziehen, die Quest. Bei seinem Versuch, den Traum von Argus wieder zusammenzusetzen, nahm Matun die Hilfe von drei Orks in Anspruch. Doch die Orks betrogen ihn und nahmen die Kristallsplitter an sich, bevor sie zusammengefügt werden konnten. Sucht nach diesen Orks. Vielleicht haben sie die Splitter immer noch. Das erste Ziel liegt nicht weit von hier. Im Tagebuch findet ihr folgenden Eintrag. Man hat mir gesagt, dass sie den Großteil ihrer Zeit in der Kristallhöhe nördlich des Lagers verbringen. Sie untersucht die Kristalle dort, um einen Weg zu finden, die in ihnen schlummernde Kräfte zu verbessern. Folgt dem Hinweisen im Tagebuch, um Lore Steinforce aufzuspüren. Besiegt sie und nehmt die geborgene Kristallsplitter an euch. Okay, Tagebuch. Folgt den Hinweisen im Tagebuch. Och, nö. Nö. Mein Vater nannte den Stein. Alter. Und. Gehst du kacken? So. Oh, kann ich das hier sehen? Jo. Und das Blöde ist, man muss es einfach lesen. Sonst, mir ist es eben so passiert, dass ich es nicht gelesen habe, aber ich gehe mal davon aus, dass der jetzt hier drin sein wird. Ja. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß nicht, es muss zuerst etwas anvisieren. Nein, jetzt gehört der Kristall mir. So, Traum von Argus, das erste Fragment. Das scheint einer der Traumsplitter zu sein, wie Matun. Heißt er echt Matun? Sie nannte. Jetzt fehlen nur noch zwei Splitter. Traum von Argus. Der zweite Ork, Matun erwähnt hat, war ein Runenmeister und ein Zauberer. Er muss sich irgendwo im Hauptquartier Hauptlager aufhalten. Im Tagebuch steht folgendes. Sie erwähnte, dass der Ork normalerweise in einer der Hütten der Runenmeister im südlichen Teil des Lagers anzutreffen sei. Diese Hütten sind leicht an den ihnen umgebenden Steinsäulen und den darüber schwebenden Runensteinen zu erkennen. Folgt den Hinweisen im Tagebuch, um Wokschwarzung aufzuspüren. Besiegt ihn und nehmt den Kristallsplitter an euch. Alles Klöchen! So, dann gucken wir doch mal, ob wir den hier irgendwo finden. Dun. La 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 la.
Tot. Scheiße, wie ist doch die Daily auf? Wie konnte der denn jetzt auf einmal so schnell down gehen? Selber Schaden, wenn jeder die Tür holen. Das ist ja lustig. Ich bin von den Verlassenen. Bi-ba-ba-ba-da-bub. Das ist ja mal schon auf dich. Instabile Funkelis, ne? So, hier haben wir noch einen Elite, den könnten wir eigentlich gerade... Das Ding muss da oben sein, die Frängel. Scheiße. Geil. This wife is down. Was hat hier ein schönes gedroppelt? Oh, die sieht ja schon schick aus, ne? Naja, leider kann ich ja keine Äxte verwenden. Darum machen wir hübsche Splitter raus. So, haben sie immerhin auch noch. Der Typ muss hier sein. Der ist bestimmt irgendwo da drin. Fällt mir doch gerade ein. Dass sie hier noch hoch geht, ne? Was?
Trolle. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich denke mal, der wird hier oben sein. Scheint ja mit schwebenden Runen, ne? In den Hinweistexten, das ist da oben weiter. Sieht doch aus, als wenn sich hier einer aufhalten würde, der meint, er wäre mächtig. Aha. Aber das ist mir jetzt schon wieder zu viel hier. Ja. Lehrenportal. Oh. Das muss ich jetzt ausprobieren, ob ich das benutzen kann. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Alles Elite hier. Ich bin gerade mächtig für Schaden hier rein. Rein. Oh, verfluchte Kacke. Ja, also müssen wir doch jetzt erstmal... Scheiße.
nervt immer ein bisschen. Da bist du echt hier. Folgt den Hinweisen, aber welche Hinweise? Es wird hier auch viel markiert hier oben, ne? Bitte ist blöd. Ich weiß nicht, was die Hinweise sein sollen. Okay, dann bringt nichts, müssen wir im Tagebuch lesen. Keinen Sinn, bevor wir uns hier tot suchen. Das macht ja ein totaler Dünnschiss, ne? Problem ist, Hütte über den Runen, das sind hier alle. Also ich meine, ich kann jetzt gerade nochmal hier die zwei da abklappern. Habe allerdings nicht sehr viel Hoffnung. Ah! Oh, was für ein Boon ich doch bin, ey. Hallo! Jetzt haben wir doch nochmal voll. So, Traum von Argus in 2. Quest beendet. Der letzte. Ein mysteriöser Einsiedler, der die Gesellschaft von Toten bevorzugt. Das ist der, ist jetzt bestimmt da oben. Da wette ich für.
Der ist mit Sicherheit da oben. Schauen wir doch mal nach. Der letzte Ork, den ihr finden müsst, ist ein zurückgezogener Einsiedler. Er hat sich von den Schattenmoon-Orks, die in dem Lager an eine Säule des Schicksals leben, meist ferngehalten, wurde aber oft in den Hügeln darüber gesehen. Im Tagebuch findet sich folgender Eintrag. Man sah ihn, was? Aber oft bei den Gräbern auf dem höheren Hügel, der das Lager darunter überschaut. Dort aus ihr Zwiesprache mit den verstorbenen Vorfahren. Und sagt, dass er der Gesellschaft... Ja, das ist jetzt der, der oben ist. So ein Frängel aber auch. Och. So, jetzt müssen wir da runter. Was haben wir hier? Oh. Oh. Der muss jetzt da oben sein. Oder ist er tatsächlich hier in der Höhle? Nee, never ever, oder? Nee, das habe ich mir schon gedacht. Ach, Vivien, es ist gut zu wissen, dass du an meiner Seite feiten tust, nicht feiten. Ja. Der ist nämlich jetzt da oben. Dann müssen wir den jetzt erstmal holen. Dann müssen wir den jetzt erstmal... Rollen. Wo befindet er sich? Ach, Ali. Frage, muss ich dafür das Lehrenportal nutzen oder nicht? Laut Karte wird er mir hier angezeigt, obwohl, warte mal. Das ist doch hier so falsch wie der Arm in der Kirche. Nee.
So, haben wir. Ja, geil. Der ist tatsächlich da oben. Jans wird alleine. Ach, das arme Hühnchen. Aber jetzt stand doch, dass er bei den Toten. Hier sind ja alles Ziegen. Naja. Tote Ziegen eben. Wenn das Gerät von Matun spricht, solltet ihr die einzelnen Stücke miteinander zum Traum von Argus zusammenführen können. So, wo müssen wir jetzt hin? Ihr habt die Splitter gefunden. Fügt sie nun zusammen, um den Traum von Argus wiederherzustellen. Sucht die Maschine und Matun in seinem Tagebuch erwähnt. Sie soll sich eine Höhle oberhalb der Festung der Pein befinden. Ach, wo ist denn die Festung der Pein? Ah, da bin ich noch gar nicht gewesen. Okay. Also. Juhu! Oh oh. Ist, muss hier irgendwie eine Höhle oder sowas sein. Festung der Pein. Warum wird mir denn da oben noch was angezeigt? Das finde ich schon wieder ärgerlich. Die macht ja zumindest nicht gerade einen sehr vertrauenserweckenden Zustand. Scheiße. Nein, nochmal Scheiße. Ich muss das Gebiet erstmal inspizieren, weil das hier soll ja... Ah, gucke mal. Das soll ja Ali-Gebiet sein, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich. Und jetzt? Geil, sowas gibt's auch mal im Blizzard, das WoW, das macht ja Spaß. Die Runen sind hier bestimmt unterschiedlich, denke ich mal. Jetzt müssen wir mal gerade schauen, jo. Also, Moment. Das muss hier hin. So. Dann muss...
ebenfalls dahin. Geil, geschafft. Hammermäßig. So, Traum von Argus. Argus wiederherzustellen. Such die Maschine, habe ich. Die Maschine habe ich doch gefunden. Das verstehe ich jetzt nicht. Achso, bereit zur Abgabe hat er hier noch gar nicht einfach. Naja. Ach, jetzt können wir zurück in die Garnison. Das war's schon. Damit ist das wohl die einfachste Quest, wa? Wenn wir hier schon stehen, dann wollen wir doch gerade eben noch. Och nö. Ach komm, den gucken wir mal zu. Mal gucken, ob der Sachen kriegt. Schade. Naja, wir haben es ja geschafft, ne? So, ab nach Hause. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. So. Allison Jones, bist du? Hallo. Und hol den Voodoo. Unglaublich, Mann. Wenn ich's nicht besser wüsste, hätte ich gedacht, das Ding war nie kaputt. Hier ist die Belohnung von Jones. Ich gebe euch das an ihn weiter. Haltet euch vom. Geile Geschichte. Damit haben wir das fertig. Und die erste Quest für Harrison Jones ist durch. Das freut mir. Alles klar, Freunde. Das war's für dieses Video mit Traum von Argus. Tschüsschen!